Mit Leipziger Lerchen habe ich schon eine vogelige Spezialität aus dieser schönen sächsischen Stadt, die ich sehr mag. Heute kommt möglicherweise die Weiße Elster dazu. Was sich dahinter verbirgt, darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid startklar für das heutige Video, wo ich euch mit nach Leipzig nehmen will. Leipzig ist, das kann ich tatsächlich, ohne zu übertreiben sagen, ist meine Lieblingsstadt im Osten. War da sehr, sehr oft unterwegs und hat sehr, sehr viel auch Gastronomiekultur und bin da immer sehr gerne gewesen, jetzt lange nicht mehr da gewesen. Das liegt nicht nur an Corona, sondern ja, es hat sich einfach in letzter Zeit nicht ergeben. Aber wenn ich da bin, dann mache ich da auch ein bisschen die Gastronomie unsicher. Und was mir noch nie begegnet ist, ist die Weiße Elster. Das ist ein Bierprojekt, was in Leipzig beheimatet ist. Ein Gypsy-Brauprojekt. Es wird gebraut in der Familienbrauerei Bergt in Reichenbrand-Chemnitz. Also Weiße Elster, kein eigenes Brauhaus, aber ein Bierprojekt, was aus Leipzig kommt, benannt. Was mich ein bisschen wundert, ist, hier ist eine Weiße Elster drauf und hier ist sie drauf, aber die Weiße Elster ist ein Fluss, der in Leipzig fließt und hat, glaube ich, mit dem Vogel relativ wenig zu tun, wenn dich jetzt nicht alles täuscht, aber passt natürlich und ist vielleicht auch eine Geschichte wie beim Bockbier. Seit 2014 ist das Ganze unterwegs. Cascade und Citra, beides US-Versionen, sind hier verwendet worden. Und das Ganze endet dann auf 5,4 Volumenprozent. So, viel habe ich jetzt auch nicht mehr. 7 Wochen Kaltreifung wird noch erwähnt. Und dann würde ich sagen, müssen wir die Elster mal köpfen. Das ist jetzt harte Worte, aber wir kommen nicht drum rum. Jetzt kommen wir nicht ans Bier ran. So, und die Elster, die trifft jetzt hier gerade Schnauze und Biegel. Ich merke gerade, dass das eine gewisse Ironie jetzt hat, meine Gläserwahl. Aber ich dachte mir, ein Willi-Becher kann jetzt nicht so falsch sein. Oh, ich sag euch schon, Citra ist da definitiv drin. Eine schöne, getrübte, goldene Farbe, leichte Bernsteinfarbe. Hätte jetzt auch gesagt, so ein bisschen Trubstoffe drin. 2 Fingerbreit eines weißen Schaums, der mittelprächtig sich ans Glas legt. Ja, und da ist dann die Zitrusfrucht. Es hat so ein bisschen was Karamellmalziges auch in der Nase. So leichte Toastnoten. Ja, das würde ich sagen, passt zu einem Pale Ale mehr als perfekt. In diesem Sinne, cheers! Also, Zitrusfrucht. Gut, fangen wir mal damit an. Es ist ordentlich Zitrusfrucht drin, aber ein bisschen zestig, würde ich sagen. Ein bisschen Pfirsich auch. Zitrusfrucht geht auch so ein bisschen in die Krebsfruchtrichtung. Das kommt eine leichte Säure noch mit dazu, die jetzt gar nicht so sehr schmeckt, als würde sie von der Grapefrucht kommen. Ist tendenziell ein bisschen karamelllastig. Damit natürlich auch malzlastig. Hopfen, ja, relativ kräutrig. Auf der kräutrigen Seite zu Hause. Überrascht mich ein bisschen, aber nicht unangenehm. Es hat eine schöne, balancierende Süße. Es passiert relativ viel im Mund. Also ich muss sagen, das ist ein Pale Ale, was keinesfalls von der Stange ist. Und boah, das wird hinten raus richtig trocken auf einmal. Und dann schiebt die Bittere auch an. Und hängt dann auch nach. Ich hätte es beinahe nicht gesagt, das ist sehr, sehr schön balanciert. Aber hinten raus gibt dann die Bittere nochmal ordentlich Schwung. Hat einen schönen mittleren Körper, mittlere Kohlensäure, das passt alles.
extrem süffig. Das läuft richtig gut. Bier, muss ich sagen, ohne Ecken, ohne Kanten, im negativen Sinne, sondern das ist ein richtig schön, gut durchtrinkbares Bier. Da ist wenig falsch gemacht worden. Um nicht zu sagen, das ist richtig gut. Weiße Elster Pale Ale aus Leipzig. Von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für die Weiße Elster Pale Ale aus Leipzig. Und wenn ihr mir andere Empfehlungen, entweder von der Weißen Elster, haben wir leider eine etwas spärliche Homepage. Ich habe mal versucht, mich ein bisschen über die Brauerei schlau zu machen. Da habe ich nicht viel gefunden. Aber wenn ihr entweder was über die Weiße Elster wisst oder ob ihr andere Bierprojekte aus Leipzig kennt, die sollte es mich jetzt mal nach dem Lockdown nach Leipzig verschlagen. Und die Ecke Dresden-Leipzig ist ganz, ganz oben auf meiner Liste. Lieber Basti von Hopfenblütentee-Bierblock, ich werde kommen. Oder der Axel Schneider, wir werden uns sehen. Dann sag mir mal, was gibt es da in der Gegend für Brauereien, vielleicht auch Gasthausbrauereien, die man mal sehen muss. Würde mich mal interessieren. So, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.